Und damit moin und willkommen zur 86. Ausgabe hier auf meinem Kanal. Ja, und bei dem Kraftfahrzeug fragt man sich, muss der da so stehen? Hätte man den nicht ein Stückchen weiter in die Einfahrt fahren können? Oh, eine Geisterradlerin. Auf der rechten Seite. Hui! Einmal quer rüber. Muss man nicht verstehen. Einmal wäre der schönste benutzungspflichtige Radweg in Hamburg. Und hier sehen wir, links wurden wir gerade überholt. Aber gucken. Nee. Gucken muss man nicht. Na, die drei haben sich hier auch die schönsten Parkplätze ausgesucht. Naja. Ja, und das Ding steht genau an dieser Stelle bereits seit einigen Monaten unbewegt immer an der gleichen Position. Jeden Tag. Und dann frage ich mich dann immer, wenn man so etwas besitzt und es überhaupt nicht benutzt, über Monate nicht benutzt, warum hat man das dann überhaupt? Macht das Sinn? Und den Leitspruch von dem ersten FC St. Pauli hat der Besitzer oder die Besitzerin auch noch nicht so ganz verinnerlicht. Vielleicht sollte der oder diejenige sich nochmal mit der Philosophie vom ersten FC St. Pauli nochmal identifizieren. Und auch hier danke für nichts. Und auch hier möchte ich nochmal plädieren, für alle Radfahrenden, wenn ihr an eine Bushaltestelle ranfahrt und ein Bus fährt ebenfalls in die Bushaltestelle ein, dann seid doch bitte so nett und so rücksichtsvoll und haltet euch an die Regeln. Lasst die Leute ein- und aussteigen. Diese 10 Sekunden Zeitverlust tun wirklich niemandem weh. Und nochmal ins Grüne. Hui. Wo wir beim Übersehen sind. Nochmal schnell Gas geben. Und hier kommt die Vegetation auch schon wieder durch. Das ist der Nachteil, wenn man diese Radwege nicht vernünftig im Untergrund verdichtet, so wie man es bei Asphaltstraßen machen würde. Und so kommt der ganze Kram halt regelmäßig wieder durch. Und hier die Szene aus einem letzten Videos, wo es um den zugeparkten höchstwahrscheinlichen Radweg ging. Hier sind wir genau an dieser Stelle jetzt einmal unterwegs. Und befinden uns genau an der Position, wo man sich hier jetzt wieder in den linken Verkehr eingliedern muss, weil alle beide gleichzeitig grün bekommen. Und der Radweg hier geradeaus nun mal nicht weitergeht. Jetzt guckt man, wo ist die nächste Position, um sich einzusortieren. Zack, hier kann man dazwischen. Und dann kommt man in die Bredouille, dass die anderen Autofahrenden einen dann einfach rücksichtslos wieder überholen. Nur weil man der Meinung war, den Radweg, den es hier früher mal gab, durch Parkplätze zu ersetzen. Danke für nichts, liebe Stadt Hamburg. Da hätte ich mir doch lieber den Angebotsradweg hier rechts gewünscht. Aber die Autoparkplätze waren halt einfach wichtiger.
Vorankommen tut man am Ende trotzdem nicht. Aber danke, dass ihr euch alle, so wie ihr hier steht, vorher an mir vorbeigequetscht habt. Tja, jetzt bin ich wieder vor denen. Na, herzlichen Glückwunsch. Und weil ja einige oft fragten, warum ich normalerweise hier auf der Fahrbahn fahre, diesmal bin ich jetzt an der Ampel auf den Radweg gefahren und ärgere mich jetzt schon, wenn ich hier schon wieder die rote Fußgänger- und Radfahrerampel sehe und die Autofahrenden haben immer noch grün. Wäre ich auf der Fahrbahn geblieben, wäre ich locker noch bei grün mit rübergekommen. Jetzt stehe ich hier an der Ampel. Und noch ein Punkt in eigener Sache. Ich lasse jetzt hier, während ich spreche, nochmal die Szenen aus dem letzten Video passieren, nämlich die Dokumentation der Rundfahrt von Altona nach Rahlstedt. Guckt euch das nochmal nebenbei mit an, während ich erzähle. Und zwar geht es um ein ganz bestimmtes Thema, das liegt mir auf dem Herzen. Das möchte ich hier einmal hinten mit dranhängen. Und zwar geht es um etwas, was auch in meinen Videos in der letzten Zeit für sehr viel Widerspruch und Kontroverse gesorgt hat. Und da möchte ich einmal zur Stellung nehmen. Ich werde an meiner Haltung und an meiner Vorgehensweise da nichts ändern. Ich werde das beibehalten, aus den Gründen, die ich gleich erklären werde. Aber weil das oft Thema war und in den Kommentaren oft darauf eingegangen wurde, hier noch einmal in Kurzform. Und zwar geht es um die geschlechterneutrale Sprache. Ich habe ja vor einigen Videos angefangen, zumindest es zu versuchen. Es ist im Fluss des Gesprächs immer etwas schwierig, da ich ja mir kein Skript vorschreibe, sondern von der Seele hinweg kommentiere, habe ich versucht und werde es auch weiterhin versuchen, möglichst geschlechterneutral zu sprechen. Dieses aus verschiedensten Gründen. Und ich verstehe, dass dies unter den Zuschauern und auch in der Gesellschaft für Kontroverse sorgt. Man kann dafür sein, man kann dagegen sein. Es gibt für beide Positionen Gründe, die verständlich sind und die auch richtig sind. Und ich persönlich habe mich dazu entschlossen, es zu versuchen umzusetzen, möglichst geschlechterneutral zu sprechen und zu schreiben. Dies kann man auf verschiedenste Arten und Weise tun. Ich versuche nach Möglichkeit Wörter wie Radfahrende und Autofahrende zu benutzen, um entsprechend das Gendersternchen zu vermeiden. Obwohl ich persönlich nichts gegen das Gendersternchen habe, ich finde es in gewissen Momenten, wo man das nicht anders ausdrücken kann, sehr gelungen, das zu tun. Man kann nicht in allen Punkten von Radfahrenden sprechen, wenn man jetzt nicht immer in der Mehrzahl sprechen möchte, sondern in gewissen Satzkonstellationen in der Einzahl sprechen muss, dann bietet sich das Gendersternchen einfach an. Und es gab da einige Kommentare unter dem Video, die sagten, das wäre ja keine deutsche Sprache und ich solle meine deutsche Sprache lernen. Da empfehle ich, Link dazu in der Videobeschreibung, Bücher vom Duden, in denen es genau um das Gendern an sich geht. Dort kann man nochmal nachlesen, warum sollte man das tun, warum sollte man dies nicht tun. Das Für und Wider ist sehr gut erklärt und auch für was für Varianten es gibt. Und der Duden erklärt eigenständig, selbstständig das Gendersternchen zum Beispiel. Und von daher ist dieser Grund oder diese Begründung zu sagen, das hat ja nichts mit der deutschen Sprache zu tun und oder ähnliches, finde ich dort absurd, wenn selbst der Duden sich damit beschäftigt und dort ganze Buchbände für rausgibt, dann scheint es auch vom Duden aus schon eine gewisse Berechtigung und Relevanz in der deutschen Sprache erhalten zu haben. Und ich kann verstehen, dass einige sagen, das höre ich mir nicht an, das habe ich keine Lust drauf. Da muss ich klar sagen, es hält hier keinen. Ich versuche möglichst alle Personen mit einzubeziehen. Und das betrifft auch alle Geschlechter. Und
Ich versuche es möglichst fließend in der Sprache unterzubringen, indem ich die Satzbauten möglichst so mache, dass es nicht schwer zuzuhören ist. Aber das ist halt auch eine Übungssache, die wird mit der Zeit noch kommen. Von daher bitte ich da um Verständnis, dass es da eventuell am Anfang noch etwas holperig sein wird. Zukünftig wird das auf jeden Fall besser werden. Denn auch im normalen Alltag versuche ich mich möglichst geschlechterneutral auszudrücken. Und da wird nach und nach entsprechend Übung dazukommen und dann wird das auch flüssiger vonstatten gehen. Von daher, das war es auch schon dazu. Ich werde mich da nicht weiter rechtfertigen. Mir ist es einfach sehr wichtig und von daher werde ich es tun. Ich zwinge niemanden, es auch zu tun, wenn man sagt, man selber möchte es nicht. Vollkommen in Ordnung, muss jeder für sich entscheiden. Es gibt ja schließlich keinen Genderzwang und auch kein Genderverbot. Jeder kann sich so ausdrücken, wie er meint, dass es wichtig und richtig für einen ist. Und für mich ist es wichtig und richtig, dass ich es tue. So, genug gequatscht. Bis zur nächsten Woche. Ach ja, und schaut nochmal in den Community-Tab vielleicht rein, da ist eine Umfrage drin. Ja, nein, vielleicht die Rundfahrten, die wir jetzt auch hier gerade sehen, wollen wir das zukünftig häufiger sehen. On top natürlich zu den normalen Videos. Ich werde dafür keine Videos austauschen, sondern die gibt es einfach obendrauf, immer hin und wieder mal, wenn es sich anbietet. Von daher, bis dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.